Hallo zusammen, die Frage ist, kann ich die Kaffeemaschine betreiben? Ja klar, ich habe hier so eine kleine Nespresso, einen De'Longhi und meine Batteriebox. Und jetzt komme ich zuerst dazu, wir haben hier das Ladegerät, das kleine, das bringt 1 Ampere, das stecke ich wieder ein. Ich stecke das hier unten beim untersten Dauerstromstecker ein. Hier habe ich dauernd Spannung drauf, auch ohne Hauptschalter. Und stecke das ein hier dran. Wir sehen hier, die rote Lampe heißt, es funktioniert. Wenn ich ausstecke, dann ist noch die grüne dran. Das ist natürlich beschissen. Aber wenn ich hinten ausstecke, ist die grüne, sobald ich wieder einstecke, wechselt die Lampe auf rot. Wir sehen hier das App dazu. Ich habe jetzt 13% geladen und wir sehen das Ladegerät, das kleine, das bringt 1,06, 1 Ampere. Also wir haben etwa 100 Stunden, um diese Batterie zu laden. Wenn ihr sagt, das ist zu wenig, gibt es natürlich das größere Ladegerät mit 20 Ampere. Da könnt ihr die Batterie in 5 Stunden laden. Das kleine ist wirklich Standby-Ladegerät. Ich stelle das Teil in den Keller oder irgendwo hin und gehe dann mit am Wochenende campen oder sonst eine Anwendung. Aber kommen wir zurück zur Kaffeemaschine. Ich habe hier einen Espresso. Machen wir eine Kapsel rein. Und wenn man es nicht richtig macht. Wir haben hier die Tasse. Und jetzt muss ich hier den Hauptschalter einschalten. Somit sehe ich auch, dass hier die Lampe brennt vom USB, wenn ich den ausmache, ist das auch aus. Und der Wechselrichter, ich habe hier, den kann ich auch ein- und ausschalten, geht im Moment, dann zeigt er hier die Spannung an, 230 Volt. Ich habe eine Leistung und ich habe die Spannung von der Batterie, also die 13,1 Volt. Wenn ich jetzt wieder hier auf die Leistung gehe und ich schalte hier oben die Kaffeemaschine ein, sehen wir auch auf dem App, was das Ampermeter macht hier. Und hier braucht die Kaffeemaschine jetzt 1050 Watt. Null. Es geht um wieder einen Moment, sie heizt wieder auf. Ja, so heizt die Maschine auf und dann kann ich hier meinen Kaffee rauslassen. Wir sehen jetzt immer wieder, wie das Ding taktet. Was ist hier? Wandert die Kaffeetasse davon? Also wir sehen den Strom, der hier rein und raus geht, also die Maschine taktet über den Thermostaten. Auch hier dran sehen wir die 1200 Watt, dann wieder 50, das ist die Pumpe, die läuft. Hier wandert die Tasse von der Kaffeemaschine weg. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auf ein bisschen größere Tassen programmiert, ich schalte hier aus. Und jetzt sehen wir hier auf dem App, vorher hatte ich 13%, jetzt bin ich auf 12% der Ladung, also das heißt, ich habe 1 Ampere gebraucht, 2 Ampere gebraucht. Wenn ich hier eine größere Tasse brauche, brauche ich ein bisschen mehr Strom, also 2 Ampere pro Tasse. Das heißt, ich kann hier 50 Ampere raus, 50 Tassen Kaffee machen. Ja, das ist alles. Eben, Ladegerät dazu, kleines Ladegerät,
Aber ich kann das Ding einfach mitnehmen. Boot. Schrebergarten. Ich mache ein weiteres Video hier oben, wie man das zum Beispiel im Schrebergarten laden kann, noch zum Beispiel über Solarzellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.